Zum Anlegen eines lebendigen Gartens nimmt man am besten Stauden. Es gibt tausende Sorten, in allen möglichen Farben und Größen. Auch viele, die geeignet sind, Bienen und Schmetterlinge zu locken. Das ist wichtig, denn es geht ihnen nicht so gut und sie können jede Hilfe gebrauchen. Haben Sie es gehört? Das Summen der Bienen und Hummeln. Großartig. Das ist natürlich genau, was man will. Wenn man eine große Biodiversität im Garten haben möchte, muss man verschiedene Arten von Pflanzen nehmen, die auch zu verschiedenen Zeiten im Jahr blühen. Hier ein gutes Beispiel, die Perovskie, die bis 4 Wochen blüht. Und davor steht diese, eine Geranie, die hat im Frühjahr geblüht. Auf diese Weise hat man das ganze Jahr über etwas für seine kleinen Freunde zum Schlemmen. Mit ein wenig Mühe hat man 20 verschiedene Schmetterlingsarten in seinem Garten, was natürlich super wäre. Dann entscheidet man sich für Stauden, die viel Nektar haben. Außerdem mögen sie warme, geschützte Standorte im Garten. Und wenn man keinen Platz hat, zum Beispiel nur einen Balkon oder eine Dachterrasse und keine Möglichkeit, die Pflanzen in Beete einzupflanzen, kann man natürlich auch große Töpfe nehmen und dann einfach viele verschiedene Arten von Stauden hineinsetzen. Das sind Sonnenhut, Herbstanemone, Purpurglöckchen und wir werden sie schön kombinieren. Das macht einfach nur Freude. Der Blumenkasten für die Schmetterlinge ist kaum fertig und ich habe schon Besuch von einer Hummel bekommen. Sobald man die Pflanzen in den Garten bringt, kommen die nützlichen Insekten zu Besuch. Super, oder? Es gibt verschiedene Arten von Schmetterlingen, tagaktive und Nachtfalter. Wissen Sie, dass es eigentlich viel mehr Nachtfalter als Tagfalter gibt und dass sie unterschiedliche Dinge mögen? Sie bevorzugen speziell sehr stark duftende Nektarblumen wie die Nachtkerze oder die Phlox. Nicht nur Schmetterlinge sind wichtig, Bienen natürlich auch. Sie bestäuben Pflanzen und damit sind wir Menschen auch von ihnen abhängig. Es gibt verschiedene Arten von Stauden, die Bienen lieben, wie diesen schönen Salbei. Und dann haben wir natürlich den Lavendel. Der hier ist auch toll, der Thymian. Man hat die Qual der Wahl und kann mit seinen Staudengarten die Welt besser machen und für mehr Artenvielfalt sorgen. Ich hoffe, ich habe Sie ein wenig inspiriert. Möchten Sie mehr über mehrjährige Stauden wissen, besuchen Sie die Perennial Power Website.